Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzvorstellung des Cruiser Tank Mark II von Bronco im Maßstab 1 zu 35. Bronco hat also einige Exoten im Plastikspritzguss im Angebot, was ich sehr erfreulich finde. Unter anderem sind sie dieses Jahr hier mit diesem Cruiser Tank Mark II rauskommen, hier 3 in 1. Das bedeutet, man kann da drei unterschiedliche Versionen bauen, wie hier auch angegeben, Mark II, Mark IIa und einen Mark IIa CS. Was das genau bedeutet, schauen wir uns dann später an. In den 30er Jahren haben die Engländer sich folgende Panzertaktik zurechtgelegt. Es gab einmal schwer gepanzerte Infanterieunterstützungspanzer und dann eben leichte, ja, mobile, selbstständige Panzer. Und hier, dieser Cruiser ist sozusagen einer von den leichten Panzern gewesen. Der Entwurf war auch nicht sonderlich erfolgreich. Die waren relativ schwach gepanzert und obwohl sie ein leichter Panzer waren, nicht sonderlich schnell, was bedeutet, dass die Mobilität nicht so hoch war, also die waren nicht wirklich überragend. Deswegen wurden sie auch recht schnell dann eingestellt und dann durch andere Cruiser-Tanks ersetzt, zum Beispiel einen Crusader. Die Schachtel ist relativ groß und auch gut gefüllt. Die Teile sind ganz gut verpackt, meistens einzeln eingetütet und dann ist nochmal alles zusammen in einem Beutel drin. Gut finde ich auch, dass die Abziehbilder und die Foto-Edge-Teile hier nochmal auf dem Karton befestigt sind, dass da nichts verbiegt. Das finde ich ist eine sehr sinnvolle Verpackung. Schauen wir uns zuerst die Bauanleitung an. Hier nochmal eine Hintergrundgeschichte zum Fahrzeug. Ist relativ, ja, schlechtes Englisch. Sollte man sich vielleicht aus einer anderen Quelle informieren. Dann haben wir hier noch ein paar Sicherheitshinweise, Zeichenerklärungen und eine Farbtabelle. Bezieht sich auf Hobby Color, Mr. Hobby, Humbrol und Tamiya. Hier drüben haben wir dann eine Übersicht mit allen enthaltenen Gießästen und Teilen. Ist nur, dass man kontrollieren kann, ob der Bausatz komplett ist. Und falls man mal einen Teil nicht auf Anhieb finden sollte, ist das auch ganz hilfreich manchmal. Dann geht hier der Zusammenbau los, ganz klassisch, wie man es kennt, mit dem Fahrwerk. Das ist hier relativ kompliziert. Auch unterschiedlich große Rollen, finde ich eigentlich ganz interessant. Hier kommen dann auch schon gleich Foto-Edge-Teile zum Einsatz. Das sind so Verstärkungsrippen für diese, ja, Rollwagen hier. Ist eigentlich ganz interessant. Man sieht auch von dem Fahrwerk später ziemlich viel. Da machen die Foto-Edge-Teile auf jeden Fall Sinn. Die Ketten liegen als Segmentketten bei. Das ist nicht jedermanns Sache. Ich persönlich finde es eigentlich ganz okay. Es hat nur den Nachteil, dass man bei der Dioramengestaltung zum Beispiel etwas, ja, eingeschränkt ist. Weil so lässt sich das Fahrwerk halt nicht so gut an den unebenen Untergrund anpassen. Im Zweifelsfall, wer es braucht, kann ja immer noch Metallketten verwenden. So gut finde ich, dass pro Bauschritt nicht allzu viele Teile eingebaut werden. Das ist doch ganz gut für die Übersichtlichkeit. Die Bronco-Bauanleitungen sind nicht immer die besten, aber man kann damit arbeiten. Hier brauchen wir wieder ein paar Foto-Edge-Teile. Ist eigentlich ganz schön. Kann man sich gleich ein bisschen drin üben. Foto-Edge-Teile ist jetzt auch nicht was, was jeder mag, aber hier ist die Menge doch ganz überschaubar. Sollte sich ganz gut verarbeiten lassen. Dann werden hier noch diverse Kleinteile und Feuerlöscher und Staukisten eingebaut. Das ist nicht weiter kompliziert eigentlich. Damit wäre die Wanne fertig und es geht weiter mit dem Turm. Hier haben wir dann auch die, ja, Optionen für das Fahrzeug. Es gibt drei Varianten. Hier wird jetzt immer von Mark I gesprochen. Ich glaube, das ist ein Druckfehler, weil der Bausatz ist ja eigentlich ein Mark II. Also dürfte ein Druckfehler sein. Die erste Variante ist ein Mark II, ganz normal, mit der 2-Pfünder-Kanone. Die nächste Variante Mark IIa. Da ist das Koaxialengehen anderes, ansonsten ist auch eine 2-Pfünder-Kanone. Und die dritte Variante, Mark IIa CS, das ist die Infanterieunterstützungsvariante mit der 94mm Haubitze statt der 2-Pfünder-Kanone. Das ist eigentlich auch der einzige Unterschied an dem Fahrzeug, der Rest ist alles baugleich, da kommt man also nicht so durcheinander. Hier wird dann auch wieder eine Menge Foto-Ads ans Turmdach geklebt. Ja, und dann kommt der Turm auch schon zusammen. Ja, dann noch ein paar letzte
Teile, die hier eingebaut werden, und dann wäre der Zusammenbau auch schon fertig. Es folgt dann die Bemalungsanleitung. Insgesamt werden 7 Optionen vorgeschlagen. Das ist ziemlich reichhaltig. Normalerweise bekommt man ja nur 2 oder 3 vorgeschlagen. 7 Stück, das ist doch eine Ansage. So, die erste Option ist ein Mark II als deutsches Beutefahrzeug in Kummersdorf 1940. Die zweite Option ist ein Mark II von der 1st Armored Division in Frankreich Mai 1940. Dritte Option ist ein Mark IIA von der 7th Armored Division in Libyen 1940-41. Vierte Option, ein Mark IIA vom 3rd Royal Tank Regiment in Griechenland 1941. Fünfte Option, ein Mark IIA von der 1st Armored Division in Ägypten 1940. Ist auch interessant, hier ohne Wüstentarnung. Wahrscheinlich wurden die erst später umlackiert. Die sechste Option, ein Mark IIA CS von der 2nd Armored Division in Libyen 1941. Und die siebte und letzte Option, ein Mark IIA CS von der 7th Armored Division in Nordafrika 1941. Gerade die Fahrzeuge mit den Wüstentarnungen, die sind nicht ganz einfach zum Lackieren, weil die dann hier dieses scharfkantige Tannmuster haben. Sicherlich eine Herausforderung und auch das wirklich Interessante an dem Fahrzeug, wie ich finde. Kommen wir nun zu den Bausatzteilen. Hier die Unterwanne. Die hat eine recht interessante Form, wie ich finde. Nur hier vorne hat es 2 Angusspunkte. Die sind zwar hier an der Schräge dran, aber das lässt sich ganz gut abtrennen und versäubern. Ja, scheint auch kein Verzug vorzuliegen. Falls doch, das ist relativ weich, das Material. Also man kann das dann auch noch, ja, zur Not dann irgendwie hinpressen, falls irgendwelche Lücken entstehen sollten. Auch der Unterboden ist schön detailliert. Ja, ist mal was anderes. Muss ja nicht immer ein Tiger 1 sein oder ein Panzer 3. Das Turmdach und die Seitenwände sind eigentlich auch schon ein Teil. Das finde ich eigentlich immer ganz gut. Da hat man hier schon mal keine Probleme später mit dem Verspachteln und so weiter, weil es einfach schon beieinander ist. Schöne Oberflächendetails. Ob jetzt da alle Nietköpfe drauf sind, weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall gut aus. Auch hier das Material ist relativ dünnwandig. Also falls da irgendwas nicht passen sollte, man kann es mit sanftem Druck dann schon in Form bringen. Diese Gießer schlägt doppelt bei. Hier haben wir hauptsächlich Fahrwerkskomponenten dran, wie zum Beispiel die Segmentketten und auch die ganzen Laufrollen und Teile für die Rollwegen. Schön ist, dass die Teile nur wenige Angusspunkte haben. Das sollte beim Versäubern dann doch ganz hilfreich sein. Auch schöne Nietendetails hier. Auch sehr filigrane Griffe. Schön gegossen, also eigentlich keine Fischhaut zu sehen. Sehen nur bei den Schraubfedern, hier sieht man einen ganz leichten Formversatz. Sollte aber eigentlich kein Problem sein, da kann man mit der Feile ja, 2-3 Mal durchfahren und dann passt es auch. Das Fahrwerk an sich ist später auch ziemlich gut sichtbar. Ich denke aber, wenn man da relativ viel verschmutzt, kann man da auch ohne ja, Säuberungsaktion da ziemlich ja, weit kommen und es kaschieren. Sonst ja, auch schöne Nietköpfe hier an den Rädern. Ketten schauen auch gut aus, haben keine Auswerfmarken. So soll es sein. Am nächsten Gießast findet man dann Teile, die ja, an die Oberwanne gehören und auch teilweise an den Turm. Das ist ein bisschen bunt gemischt. Ich kann hier jetzt auch keine Defekte erkennen, das sieht eigentlich alles sehr schön aus. Auch tolle Details hier an den Verschlüssen. Auch jede Menge feine Nietköpfe hier an dem Teil. Hier haben wir die beiden Kanonenblenden. Einmal für Mark II und dann für den Mark IIA. Das ist also hier auch gleich an einem Gießast.
Zeigt natürlich dann, dass der Bausatz auch schon von Haus aus so angelegt war. Das Zweipfündergeschütz hat eine offene Mündung, wie man sehen kann. Da sind auch die Züge drin. Ich glaube aber nicht, dass ihr das erkennen könnt. Und da ist auch ein bisschen Fischhaut dran. Aber das ist wirklich minimal. Das ist eigentlich gar nicht der Rede wert. Das scheint der Gießast für die Mark II ACS Version zu sein. Mit der Haubitze zur Nahunterstützung. Auch hier offene Mündung mit Zügen. Da ist auch gar kein Grat zu sehen. Also das ist ein bisschen feiner gegossen wie die Zweipfünderkanone. Aber eigentlich ist es nicht wirklich der Rede wert. Das ist alles hervorragend. Am letzten großen Gießast finden wir dann Teile, die zur Oberwanne gehören. Hier auch schöne Nietendetails, Paneele und auch Scharniere. Macht sie eigentlich ganz gut. Ist auch recht interessant, dass das Fahrzeug an sich ziemlich asymmetrisch ist. Richtiges hässliches Endline, möchte ich mal sagen. Ja, sind auch schön dünn hier, die Schutzbleche hier. Da haben wir innen ein paar Auswerfmarken, aber die sind sehr flach. Und je nachdem, wie stark man da altert, werden die eh mit Dreck zugeschmiert. Sollte eigentlich nicht weiter auffallen. Auch hier makelloser Guss, also da gibt es wirklich gar nichts zu bemängeln. Hier habt ihr die Oberwanne nochmal aus der Nähe. Also wie ihr sehen könnt, das präsentiert sich makellos. Ein paar Klarsichtteile liegen ja auch bei, zwei Winkelspiegel und dann noch drei Linsen für Scheinwerfer. Ist auch schön gegossen. Bei dem Panzer sind jetzt Klarsichtteile nicht immer so sonderlich relevant. Aber trotzdem schön, dass dabei ist. Hier haben wir dann die Fotoätzteilplatine. Die Teile sind doch relativ groß, sollten sich ganz gut verarbeiten lassen. Und das meiste davon ist eh ziemlich sinnvoll und steigert die Detaillierung vom Modell doch erheblich. So Lüftergitter sind immer eine gute Sache, wenn man die schon dabei hat. Meistens muss man die ja nachkaufen. Finde ich gut, dass das hier schon, ja, im Bausatz beinhaltet ist. Der Abziehbilderbogen ist relativ groß, aber das hat ja auch damit zu tun, dass wir hier 7 Versionen beinhaltet haben. Ist eigentlich auch ganz sauber gedruckt. Trägerfilm ist ja ganz okay, wie man sehen kann hier. Ist nicht zu groß. Sollten sich ganz gut verarbeiten lassen. Erfahrungsgemäß sind die doch ziemlich gut von Bronco. Alles in allem ein schöner Bausatz, der nicht zu kompliziert ist, aber schöne Details hat. Und ja, finde ich einfach gut, dass es so ein, ja, ungewöhnliches Fahrzeug auch jetzt im Plastikspritzguss gibt. Ich denke, für viele sind die Ketten hier ein Manko. So Segmentketten sagen ja vielen nicht unbedingt zu. Und es hat auch diverse Nachteile bei einer Dioramengestaltung. Für alle anderen, glaube ich, aber entsteht dadurch eigentlich kein Nachteil. Detailmäßig sind die auf jeden Fall schön. Ich denke, hier ist die Herausforderung vor allem die Lackierung. Dieses scharfkantige Tarnmuster, was da die meisten Fahrzeuge hatten, das ist relativ schwierig hinzubekommen. Zumal ja hier nichts irgendwie eben und gerade ist, sondern ja, alles ein bisschen bucklig und übers Eck. Das zu maskieren ist relativ schwierig, aber machbar. Der Bausatz kostet so circa 40 Euro hierzulande. Das finde ich ist ganz okay. Man hat eine Auswahl an Varianten, Fotoätzteile. Ansonsten die allgemein hohe Qualität rechtfertigt es auch. Also kann ich eigentlich schon sagen, dass das passt. Manch einer von euch wird sich fragen, warum ich mir so einen Bausatz kaufe. Das ist jetzt nicht wirklich mein Beuteschema. Es hat folgenden Grund. Ich habe ein Foto, was mein Großonkel seinerzeit 1941 in Nordgriechenland gemacht hat. Und da steht, ja, so ein Panzer neben der Straße aufgegeben, und dieses Foto würde ich gern mal irgendwie nachbauen, zumindest sowas ähnliches. Ob ich es jetzt ganz genau, ja, reproduzieren kann, weiß ich nicht, aber so in der Art möchte ich sowas bauen, weil das ist einfach ein faszinierendes Bild und auch ein bisschen Familiengeschichte. Und da, ja, finde ich, ist es eine gute Sache, dass ich jetzt endlich so einen Bausatz von diesem seltsamen Panzer da bekommen habe. Mehr möchte ich jetzt aber zu dem Projekt nicht verraten. Ich weiß auch nicht genau, wann ich das mal anfange.
So, das war's jetzt auch schon wieder für die Bausatzvorstellung. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.